Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute schauen wir auf 10 Dinge in Clash of Clans, die niemals kommen werden, zumindest wenn es nach mir und meinem Clan geht. Ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich zusammen mit meinem Clan aufgestellt, diese Liste. 10 Dinge, die niemals kommen werden. Bis gleich. Okay, wir fangen einmal an und Punkt Nummer 1 auf meiner Liste von 10 Dingen, die niemals kommen werden, und das ist definitiv eine Sache, die nicht kommen wird, ist der Sprachchat. Die Möglichkeit, dass man im Spiel, in-game, mit anderen Spielern aus dem Clan, ja, quasi per Sprachchat kommuniziert. Ja, es wird natürlich öfters mal angefragt, ist logisch. Sagen wir mal so. Es wäre auch natürlich cool, wenn das kommen würde, selbstverständlich, das wäre eine coole Sache. Man muss aber dabei überlegen, das ist einfach super schwierig zu implementieren hier, und vor allem hat man ja auch die Möglichkeit, bei Clash of Clans und natürlich auch wie bei anderen Spielen, außerhalb von dem Spiel zu kommunizieren, sei es jetzt, weiß ich nicht, bei Discord, Teamspeak, Skype oder hast du nicht gesehen, Slack gibt's ja auch noch, oder du rufst jemanden an, machst eine WhatsApp-Gruppe oder sowas. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Bedeutet, es wäre zwar schon cool, es ist, glaube ich, schwer umzusetzen. Es ist auch die Frage, ja, wie genau macht man das dann? Wie genau wird man das dann implementieren in das Spiel? Und es ist ja nicht, es ist eine der Sachen, die man im Endeffekt eigentlich nicht richtig braucht. Nice to have, aber es ist nicht nötig, das unbedingt zu haben, weil ja, wie gesagt, außerhalb des Spiels so viele Kommunikationsmöglichkeiten bestehen. Ja, wie man halt mit anderen Leuten während des Spielens auch sprechen kann. Von daher finde ich, es ist okay, dass das nicht kommt. Es ist definitiv okay. Also das brauchen wir nicht unbedingt. Punkt Nummer 2 auf meiner Liste, auch etwas, was ich so oft sehe in Update, bei Update-Wünschen, das ist Ressourcen tauschen. Die Möglichkeit, Ressourcen zu tauschen, ist etwas, was sehr oft von Spielern gewünscht wird. Und seien wir mal ehrlich, es würde das Spiel kaputt machen. Es würde das Spiel einfach kaputt machen, wenn du Ressourcen tauschen kannst. Hallo, wie soll das? Dann brauchst du ja gar nicht mehr selber zu farmen. Dann weiß ich nicht, dann gibst du einfach deinem anderen Account was, oder die Accounts tauschen sich dann das hin und her, wie sie es gerade hätten. Der eine will Gold, der andere will Elex und so. Ach, weiß ich nicht. Ich finde, das ist einfach gegen die Spielidee von Clash. Bei Clash of Clans ist ja die Spielidee immer noch, dass du dir das Zeug selber erfarmst. Deswegen wird es auch nicht sowas wie Handel geben. Handel ist so ein Unterpunkt davon. Ressourcen tauschen oder halt Unterpunkt Handeln mit anderen Spielern, das wird es nicht geben. Und das ist auch, meiner Meinung nach, ist es gut so. Ich weiß, viele von euch wünschen sich das. Ich finde, es ist gut so, dass es das nicht gibt, weil es das Spielprinzip kaputt macht. Es macht die Balance kaputt. Es macht die ganze Ökonomie des Spiels irgendwie kaputt. Von daher, Leute, seid mir nicht böse, aber Ressourcen tauschen, ein definitives No-Go bei mir. Nein, 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 nein. Wir schauen einmal weiter. Wir haben ja aktuell ganze 2 Dörfer. Wer hätte das vor einigen Jahren noch gedacht, dass es mal bei Clash of Clans 2 Dörfer geben wird? Und zack, im Mai 2017 kam dann das Nachtdorf und aktuell haben wir 2 Dörfer. Und ich bin fest davon überzeugt, und die Leute aus meinem Clan auch, es wird niemals ein drittes Einzeldorf geben. Warum betone ich Einzeldorf? Es steht ja immer noch dieses Konzept des Clandorfs im Raum, und dieses Clandorf-Konzept, beziehungsweise generell das Clandorf, ist immer noch in dem Thread drin von den Ideen, die sie noch nicht abgelehnt haben. Bedeutet, ob das dann irgendwann kommt oder nicht, das weiß natürlich niemand, außer Supercell selber. Trotzdem, es ist zumindest noch theoretisch möglich, dass wir irgendwann mal ein Clandorf oder etwas ähnliches sehen. Von daher habe ich das jetzt hier extra mal Einzeldorf genannt. Quasi noch ein drittes Dorf, was nochmal einzeln von einem Spieler, ich sage jetzt einfach mal, bewirtschaftet wird, so wie das normale Dorf oder das Nachtdorf. Wir sind der festen Überzeugung, es wird kein drittes Einzeldorf kommen. Wenn irgendwann mal noch etwas kommt, dann wird es meiner Meinung nach irgendwas sein wie ein Clandorf oder vielleicht auch ein Dorf, was man zumindest mit 2, 3, 4 Spielern vielleicht bewirtschaftet oder so, oder irgendwie sowas, aber nicht ein Einzeldorf. Meiner Meinung nach wird es nicht, das werden sie nicht nochmal machen. Also wenn man sich jetzt ja vor allem mal das Nachtdorf anguckt, stand jetzt Nachtdorf August 2021. Wir haben schon sehr lange kein großes Update mehr gesehen. Viele Leute wünschen sich noch ein großes Update für das Nachtdorf, kann ich ja auch verstehen, wäre ziemlich cool.
Deswegen, wenn dann da irgendwas kommt in der Hinsicht, dann wird das auf jeden Fall irgendwie im Nachtdorf dann sein oder natürlich auch im Hauptdorf, aber kein drittes Dorf. Nein, nein, nein. Dann gucken wir mal weiter. Punkt Nummer 4. Es wird niemals möglich sein, eine Rathausstufe zurückzugehen, wenn man aus Versehen gerusht hat. Ja, ihr seid ja auch ein paar Experten. Ich sehe das immer wieder bei den Dorfbesuchen, dass da viele Leute rushen und dann sagen, oh, jetzt habe ich gerusht, verdammt nochmal. Hätte ich das doch bloß nicht gemacht. Ich möchte gerne wieder zurückgehen. Das kann nicht gehen. Denn die Leute setzen ja, du musst ja alle Gebäude der Rathausstufe setzen, um halt eine Rathausstufe weiterzugehen. Und wenn du das dann machst und du willst wieder zurück, ich weiß, die Leute wünschen es sich, es wird aber niemals möglich sein, weil du ja dann die ganzen Gebäude wieder wegtun müsstest. Das wäre ja irgendwie voll blöd auch irgendwie, denn du hast ja irgendwie trotzdem für die Gebäude bezahlt, in dem Sinne, du hast sie ja hingestellt, du hast ja Gold und Elex dafür ausgegeben, um sie hinzubauen. Oder ein Held, da hast du Dunkles dafür ausgegeben und dann wird er dir einfach wieder weggenommen. Selbst wenn du das willst, ist es ja irgendwie trotzdem ein bisschen Banane, oder? Finde ich jetzt zumindest. Einfach wieder zurückzugehen und dann zu sagen, ah, ich habe jetzt gerusht, ich möchte doch wieder Rathaus 11 sein, ich bin jetzt Rathaus 12. Nein. Das wird niemals kommen. Oh, wir können übrigens gleich noch angreifen hier in Legend. Ich habe noch 2 Angriffe übrig. Das ist gut, aber wir gucken mal noch auf eine Sache. Punkt Nummer 5 auf meiner Liste, die Änderung des Clan-Namens. Das wird meiner Meinung nach auch niemals kommen. Es war kurzzeitig mal im Gespräch und dann hat aber Darien auch gesagt, na, das machen wir nicht. Und er hat es auch begründet, er sagt, es wäre schwierig dann auch für Spieler, die dann wieder einen Clan suchen, den sie früher mal gekannt haben, den halt wiederzuerkennen. Und es ist natürlich auch die Sache, wenn jetzt einmal der Name besteht, wer soll denn dann den neuen Namen bestimmen? Soll das dann der Anführer sein, der den bestimmt? Sollen das die Vize sein, die den bestimmen? Sollen die das zusammen bestimmen? Wie soll das funktionieren? Dann könnte der Anführer ja einfach sagen, aus Lust und Laune, ich nenne ihn jetzt einfach mal total lustig oder spaßig und die anderen gucken dann alle in die Röhre und du hast jetzt wie bei uns zum Beispiel den Level 21-Clan. Ich kann den jetzt ja auch nicht einfach, weiß ich nicht, Freds Wuselhöhle nennen, nur weil ich das jetzt gerade geil finde. Dann gucken hier die anderen Leute, gucken dann alle in die Röhre und denken sich, ist jetzt aber so ein bisschen blöd, ne? Ja, weil ich das dann so gemacht habe und die anderen dann sagen, das ist jetzt aber mich, was du gemacht hast. So, Martin der Groß, Terere Maxima, ist in Ordnung, weiß ich schon, was ich tue. Wir setzen den dahin. Müssen jetzt mal eben hoffen, dass da vielleicht gleich noch zumindest die Bogey Queen da reinläuft Richtung Bogenturm. Das wäre schon mal ganz geil. Komm, wir müssen erstmal nur ein bisschen aufräumen. Das ist schon mal in Ordnung. Da ist noch ein Single Inferno, ist auch noch in Ordnung. Das freeze ich natürlich jetzt mal eben. Ich will eine Single Inferno haben. Nein, jetzt geht die erst da drauf. Queen, kümmere dich drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hat sie noch gerade drin bekommen. Muss ich trotzdem zünden. König ist da oben am Start. Oh ja, sie kümmert sich um die Gladi. Das ist schon mal gut. So, jetzt muss ich mal eben gucken, dass wir uns mal eben um den Pfratzel kümmern. Ja, jetzt kommt da schon schön was aus der Clanburg raus. Die fliegen erst weg. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Die hätte ich eigentlich ein bisschen mehr locken müssen. Na, es ist kein guter Angriff diesmal. Ich habe mich auch schon wieder verquatscht. Kein guter Angriff. Oh, das Katapult zumindest noch. Komm. Ach, ich hab das Rathaus noch nicht mal geholt. Ah, das habe ich da oben auch schon gefreezt. Ja, gleichzeitig reden und angreifen. Kannst du knicken? Ist nix. Merke ich jetzt auch wieder. Nein. Ah Mann, das wäre mein bester Tag geworden. Das wäre mein bester Legend-Tag geworden. Und ich habe es verbockt, leider. Es wäre mein bester Legend-Tag geworden. Wobei, ich kann ihn immer noch zum besten Legend-Tag machen. Aber es wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wir werden sehen. Ich habe noch 5 Luckys übrig. Ja, der Single Inferno wird fallen. Ohne, dass ich die Gladi zünden muss. Komm, ja. Yep. So, das Ding ist auch weg. Ah, die gegnerische Königin. Ah,
Das ist noch im Rahmen, würde ich mal sagen. Ist noch in Ordnung. Allerdings, ja, okay, wir müssen jetzt da sowieso alle hinsetzen. Ja, es ging noch. Dafür, dass ich gar nicht so gut angegriffen habe, sind es immerhin noch 75%, vielleicht sogar noch 76 oder 77. Ja, 77 wären es auch noch. Da oben jetzt gleich vielleicht noch. Ja, ist auch nicht in der Reichweite. Ja, gar nicht mal schlecht. Es ist noch in Ordnung. Es war noch deutlich mehr, als ich dachte. Aber dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wir sind bei, Moment, Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was hatten wir bisher? Sprachchat, Ressourcen tauschen, beziehungsweise generell handeln, drittes Einzeldorf, Rathausstufe zurückgehen, wenn man aus Versehen gerusht hat, und den Clan-Namen ändern. Und Punkt Nummer 6 auf meiner Liste, der Ausbau von Helden. Das, beziehungsweise das Benutzen von Helden, wenn sie gerade ausbauen im CW. Bedeutet, ich wäre jetzt im CW dabei und ich würde einen Helden ausbauen, zum Beispiel den König, der jetzt ja hier, der Partykönig, der jetzt hier ja gerade so cool liegt, und einfach so ein bisschen vor sich hinschillt. Und selbst wenn er ausbaut, könnte ich ihn benutzen, und das wird bestimmt schon seit 8 Jahren gefordert. Und sie haben es noch nie gemacht, und ich kann auch verstehen, warum sie es nicht machen. Es geht auch irgendwie gegen das Prinzip des Spiels. Wenn man sich das mal überlegt, ein Held, der ausbaut, und der dann in dem Sinne nicht verfügbar ist, der kann halt dann nun mal auch nicht im Krieg angreifen. Und dann irgendwann haben sie ja diese ganzen Magic Items und dieses ganze Zeug gebracht. Das ist mittlerweile ja dann auch gar nicht mehr, sagen wir mal, dieses Thema ist gar nicht mehr so relevant, wie es das noch vor ein paar Jahren war. Mittlerweile, du hast den Hammer der Helden. Du hast vor allem auch das Buch der Helden. Dann hast du noch den Bauarbeitertrank, der natürlich das Ganze auch nochmal beschleunigt. Von daher finde ich persönlich, ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt so wichtig, das Ganze dann noch, dass man den Held dann noch unbedingt benutzen muss im Krieg oder unbedingt benutzen kann im Krieg, während er gerade ausbaut, weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, eure Meinung dazu, aber ich sage, oh, jetzt habe ich gerade übrigens einen falsch verschoben, so, ich sage, das ist nicht unbedingt nötig. Und jetzt würde ich mir sagen, gucken wir mal noch weiter. Wir haben noch 3 Punkte auf meiner Liste. Bis gleich. Okay, ein weiterer Angriff. Oh, das ist eine schöne gerushte Base. Derjenige würde sich wahrscheinlich Punkt Nummer 4 wünschen. Rathausstufe zurückgehen, wenn man aus Versehen gerusht hat. Aber wahrscheinlich, oder vielleicht ist er auch jemand von denen, die sagen, ich mache das extra, ich möchte einfach schon alle Sachen haben. Ich bin ein neugieriger Fratz. Naja, wer weiß. Dann, wir haben den nächsten Punkt, 2 Bauarbeiter einem Gebäude zuordnen oder der Unterpunkt dazu einfach Bauarbeiter upgraden. Wird auch nicht mehr kommen, macht auch eigentlich, also es würde zwei Bobs einem Gebäude zuzuordnen, finde ich, ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, wird nicht kommen, aber ich fände es nicht schlecht. Weil dann könnten sich die auf Sachen konzentrieren, die halt lange dauern, anstatt dass man dann einen nicht zur Verfügung hat, weil er vielleicht noch ein Gebäude ausbaut, was vielleicht 2-3 Tage dauert. Ansonsten könnten sie zum Beispiel, einen Inferno-Turm, der hat 18 Tage dauert, extrem verkürzen, wenn sie die Zeit halt halbieren würden dadurch. Kann ich schon verstehen, dass es nicht kommt, weil dann wird ja alles noch schneller gehen eigentlich. Weiß ich nicht. Wäre schon cool, kann ich halt verstehen, dass es nicht kommt. Genauso natürlich wie das Upgraden der Bauarbeiter, das ist im Endeffekt auch nicht mehr nötig. Ich meine, es gibt auch den Bauarbeitertrank. Ja, wie gesagt, es gibt auch noch das Buch des Bauens, es gibt den Hammer des Bauens. Das ist alles nicht mehr so akut, dieses ganze Thema, dass man da sagen muss, ich möchte das jetzt unbedingt haben. Und ich möchte jetzt unbedingt dieses Upgrade haben von dem Bauarbeiter. Was es ja gab, war ja das Upgrade von der Bauhütte. Es hat ja auch niemand gedacht, dass das mal kommt. Und jetzt ist es da, wo ist sie? Wo ist die da oben? Da sind sie, die abgegradeten Bauhütten, ja. Dass dann der Bauarbeiter quasi sich verteidigt, beziehungsweise er repariert die Gebäude und die Bauhütte schießt auf andere Sachen. Das hätte ich vielleicht noch eher erwartet oder das hätte ich nicht ausgeschlossen. Aber dass man 2 Bauarbeiter einem Gebäude zuordnet, oder dass man sie upgraden kann, oder noch der Klassiker, dass man keinen Bauarbeiter braucht für eine Mauer. Es wäre cool, ich kann halt verstehen, dass es nicht kommt. Ich kann es verstehen. Aber okay, wir haben noch 3 Sachen auf meiner Liste. Kurzer Cut. Bis gleich. Ja, der 8. Punkt auf meiner Liste, dass man verbieten kann, dass das eigene Dorf kopiert wird. Also, muss ich sagen, das fände ich, glaube ich, nicht schlecht. Es wird nicht kommen. Aber stellt euch mal vor, ihr baut so eine coole Base wie die jetzt Frederiksson hat und ihr wollt sie einfach nicht teilen.
Ihr wollt nicht, dass die sich inflationsartig verbreitet in allen Clans und vor allem jetzt erstmal in deinem eigenen natürlich und dann natürlich in den anderen Clans. Dann könntest du sagen, ich möchte das verbieten. Ich habe die Base natürlich jetzt hier eh schon in der Mitte. Aber dann könntest du zum Beispiel hier sagen, auf Einstellungen zum Beispiel oder bei mehr Einstellungen oder kopieren der eigenen Base verbieten. Dann machst du da ein. Und wenn du da ein machst, dann ja, verbietest du das. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich fände, das wäre eigentlich eine sinnvolle Sache. Wenn man das nicht will, kann man doch jedem selber überlassen, ob er das will, dass der eigene Base kopiert wird oder nicht. Ihr könnt übrigens auch mir unterstützen hier unten MBF eintragen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Dann freue ich mich. Und wir haben noch zwei Sachen. Bis gleich. Oh, da ist mir tatsächlich gerade noch ein Punkt durchgeflutscht. Deswegen Punkt Nummer 9 auf meiner Liste. Das Angreifen der eigenen Base im Freundschaftsspiel. Das wird auch niemals kommen, haben sie auch schon gesagt. Ist im Endeffekt auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich auch gar nicht nötig. Du hast ja bei Clash of Clans, wenn du in einem Clan bist, und das Spiel heißt ja nun mal Clash of Clans, dann hast du ja die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu spielen und andere Leute anzugreifen. Es gibt einen Cooldown, einen 24-Stunden-Cooldown für die Base beim Freundschaftsspiel. Trotzdem macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, ja, dass du dein eigenes Dorf angreifst. Es gab damals mal Mods, mit denen das möglich war. Zum Glück ist Supercell da jetzt so hinterher, dass jegliche Nutzung von Mods natürlich direkt zu einem Bann führt, was ja auch absolut super ist. Also nicht cheaten, keine Mods benutzen, Leute, wollte ich nur mal eben sagen. Und ja, Punkt Nummer 9, das Angreifen der eigenen Base in einem Freundschaftsspiel, das wird nicht möglich sein. Okay, wir sind zurück. Ich habe Clownbook-Truppen erhalten und jetzt können wir nochmal einen Angriff machen und dann gucken wir gleich noch auf den letzten Punkt auf meiner Liste. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, es sind 10 Sachen, sogar noch mit ein paar Unterpunkten dabei. Lasst uns den Legend League-Tag doch noch gescheit abschließen. Im Endeffekt wäre so eine ähnliche Base, wie die gerade hatten, ne? Ja. Kriegen wir hin. So, du na da. Hoffen wir mal, dass der König dann vielleicht doch noch in die Mitte rein... Ja, er wird in die Mitte reinlaufen. Er wird noch in die Mitte reinlaufen. Die Königin... Ja, die läuft auch noch mit. Komm, lauf auch noch mit. Nein, sie läuft nach links weg. Aber... Königin muss ich schon mal zünden. Ich will natürlich die gegnerische Königin haben. Das ist ganz klar. Kommt, Leute. Kommt, ja. Bring, kaputt. Das ist doch schön. So, König zünden. Bombenturm ist weg. Ja, Bombenturm. Komm. Flieg dahin. Komm mal noch ein bisschen Schaden. Wird eh repariert. Wird sowieso repariert. Und jetzt habe ich nur leider keine Luckys dabei. Wer hat meine Luckys gesehen? Jetzt muss ich eigentlich noch einen Drachen da hinsetzen. Ja, es müsste aber passen. Das passt. So. Zack. Adler-Dev, zack. Und jetzt. Warte. Jetzt. So. Jetzt müsste das eigentlich passen. Ja, das passt. Das läuft diesmal besser. Leute, das läuft diesmal besser als eben. Ich sage es euch. Ah, da war nicht gut. Es läuft nicht perfekt, aber es läuft besser als eben. Fassen wir es doch mal so zusammen. Jetzt habe ich noch einen Zauber übrig. Ja, die Gladi geht leider da oben hin. Uncool. Clanburg war nichts drin, was mich irgendwie großartig interessiert. Ne? So, jetzt komm. Komm, hau rein, Gladi. Aber es läuft schon nicht schlecht. 68%. Die Gladi, ja, hat sie noch geschafft. Komm, noch einmal noch. Ja, hat sie auch noch geschafft. Da kann ich noch den Zauber draufsetzen. Oh, so ein guter Angriff eigentlich, ne? Wir können ja schon mal gucken auf den letzten Punkt auf meiner Liste. Ein Indikator, wann die Rache denn verfügbar ist. Weiß ich, wünschen sich auch viele. Ist auch tricky. Denn es widerspricht eigentlich dem ursprünglichen Racheprinzip, wenn du siehst, wenn der Gegner dann online ist. Ich kann aber auch verstehen, wenn die Leute das wollen, weil die Rache besonders in den oberen Regionen ja halt gar nicht mehr funktioniert. Dann habe ich sogar noch einen Punkt darunter gelesen. Ein Unterpunkt, dass man die Rache einfach weitergibt an den anderen im Clan, dass man denjenigen quasi,
ja, für vogelfrei erklärt, dass dann jeder ihn angreifen kann. Weiß ich nicht. War übrigens jetzt ein guter Abschluss für den Legend-Tag. 30 Pokale nochmal. Das ist absolut in Ordnung. Bin ich sehr zufrieden. Ist eigentlich so einer meiner besten Tage bisher. 212 Pokale ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann ich sehr gut im Leben. Oh, wir haben einen Live-Angriff. Live-Verteidigung von Baby. Von Baby, bitte mich nicht zerstören, Baby. Das ist eine Taktik. Okay, bin sehr gespannt. Zack, da war schon mal zumindest eine Luftfalle. Jetzt setzt er den Supermauerbrecher oder sie. Entweder er oder sie. Man weiß es nicht. Komm, habe ich nicht noch irgendwo eine Luftfalle für dich versteckt? Das wäre schon gut. Der Feger ist zumindest noch am Start. Ich muss auf die Zeit hoffen, glaube ich. Dass er jetzt hier vielleicht nicht zu viel Zeit lässt. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Also jetzt unten räumt er jetzt schon mal ordentlich auf. Das ist ein Anti-3-Star. Komm. Beeil dich nicht, meine ich natürlich. Ja. Ja, Luftfalle, schönes Ding. Such eine Luftmine, war da. Aber er lässt sich viel Zeit. Es sind noch 1 Minute und 49. Ja, das Ding ist kaputt. Das Einhorn ist kaputt. Geht auf der anderen Seite rein. Aber da ist mein König. Und da ist noch ein Luftfeger. Pass auf, der fegt jetzt gleich. Der fegt. Komm. Was hat... Er hat die Magier da drin. Der hat die Supermagier da drin, aber... Der hat den Zauber versetzt. Der hat den Unsichtbarkeitszauber versetzt. Das bringt ihm so nichts. Ich glaube nicht, dass ihm das so viel bringt gerade. Den einen hat er verwurstelt. Die Königin ist weg. Ich habe noch 2 Hexen in der Clanburg. Komm, du schaffst das nicht mehr, dir noch die Adler Defto. Nein, schaffst du nicht mehr. Geh kaputt. Ja, ist kaputt. Hahaha, da hat er noch einen hingesetzt. Aber es bringt ihm nichts mehr, denn das war's. Das war's fast. Er hat noch die Gladi. Ihr müsst aber bedenken, ich habe, glaube ich, bei allen Angriffen an diesem Tag habe ich. Also ich habe im Schnitt, glaube ich, 85% geholt oder 80. Und das reicht dann natürlich jetzt für ihn nicht aus. Der Warden ist jetzt gleich. Ja, er ist vorbei. Es ist vorbei. Das ist gut, das ist sehr gut, freue ich mich. 62%, das ist super. Und ja, das waren 10 Dinge in Clash of Clans. Moment, Verteidigungslog. 10 Dinge, die, ja, niemals kommen werden. Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht. Schreibt es in die Kommentare. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Creator Code MBF, Glocke aktivieren, abonnieren nicht vergessen. Ciao.